Mit Legacy of the Void erscheint das zweite und letzte Add-on für StarCraft 2. Während man im Hauptspiel die Terraner unterstützte und in Heart of the Swarm Kerrigan zum Wiederaufstieg bei den Zerg steuerte, dreht sich in der kommenden Erweiterung alles um die Protoss. The galaxy will burn. They're coming. Fitting that we should face oblivion. Doch natürlich bekommen alle Rassen neue Einheiten spendiert und auch für den E-Sport sind im Multiplayer einige Änderungen vorgenommen worden. Die wichtigste ist wohl der Start mit nur 12 Baueinheiten. Das nimmt den Spieler natürlich viel Micromanagement am Anfang ab und er kann sich schnell auf das Erstellen von Einheiten konzentrieren. Blizzard hat wohl erkannt, dass in den ersten Minuten im Spiel nicht viel passiert und man diese für die Geschwindigkeit überspringen kann. Dafür besitzen aber nun die Mineralienfelder nur noch 750 statt vor 1500 Ressourcen. Dadurch werden Spieler ebenso früh gezwungen sein, zu expandieren und weitere Basen auf der Karte aufzubauen. Doch schauen wir uns einmal die neuen Einheiten an. Bei Protoss sind es hier der Adept und der Disruptor. Während letztgenanntes eine gleitende Bombe ist, die bei Aktivierung ganze Armeen dezimieren oder die Baueinheiten des Gegners binnen Sekunden zerstören kann, bringt der Adept neue taktische Elemente ins Spiel. Er kann eine Illusion von sich projizieren, die unsichtbar wie eine weitere Einheit gesteuert wird. Geht diese nun zum Beispiel früh ins Spiel zur gegnerischen Basis, kann sich der Adept auf Knopfdruck an die nahe Position seiner Illusion teleportieren und so viel Schaden anrichten. Zudem ist diese Eigenschaft auch gut zur Flucht zu nutzen. Die Terraner haben bisher nur eine Einheit. Der Cyclone erfasst aus der Bewegung heraus einen Gegner und richtet an diesem massiven Schaden an. Doch um sein volles Potenzial zu entfalten, bedarf es eine sehr gute Einheitenkontrolle. Bei den Zerg sieht es dann hingegen doch üppiger aus. Der Lurker dürfte langjährigen StarCraft-Fans bereits aus StarCraft Brood War bekannt sein. Dieser entwickelt sich aus den Hydralisken und verteilt, wenn er eingegraben ist, massiven Flächenschaden. Neu ist auch der Ravager, welcher aus der Roach-Einheit entwickelt wird. Dieser ist zwar stärker als der Roach, braucht aber für seine Effektivität und der aktivierbaren Fähigkeit ebenfalls eine sehr gute Einheitenkontrolle vom Spieler, damit sein Flächenangriff, der eine kurze Verzögerung besitzt, auch den vollen Schaden austeilt. Blizzard wird am Balancing noch schrauben müssen. Zwar lässt sich jetzt noch nicht sagen, welche Einheiten und welche Fähigkeiten in bestimmten Strategien zu mächtig sind, dennoch kristallisiert sich heraus, dass zumindest der Cyclone, der Ravager und der Disruptor Spiele im Alleingang entscheiden können. Wir können also gespannt sein, welche Einheiten sich im E-Sport durchsetzen werden.